Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft World die Galaxy Resurrection. Nach reiner Chaosaufnahme und wir haben es geschafft. Wir haben die erste Verfünffachung. So, einzige, was ich noch gerade machen würde. Ups. Da habe ich Shift gedrückt. Da habe ich nochmal Shift gedrückt gehalten. So, einzige, was ich jetzt noch hier machen muss, vorbereiten, clean Osmium Slurry. Der hat dann schon wieder Side-Config. So. Das können wir dann. Da haben wir den ersten Osmium-Crystal. Aus diesem Osmium-Crystal machen wir so gesehen. Kriegen wir 5 Barren raus. Also pro Crystal ein Ingot, aber aus einem Ohr kriegen wir 5 Barren. Boah, leck mich doch fett am Jagern, bis er abfällt. Keine Sorge, müsst ihr nicht machen. Ah, vielleicht Speed. So. Einzige, was ich noch machen muss. So. Output, Auto-Eject? Nein. 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 Oh, warte mal. Ja. Gut. Das Teil kann jetzt hier weg. Das kann da oben drauf bleiben. Den können wir mal wegstecken. Ein Elektrolytik brauchen wir noch. Was haben wir davon alles? Fast alles. Wir brauchen... Oh, wir brauchen nur noch einen Golddust. Ja, komm, dann können wir kurz hier reinschmeißen. Sehr schön. Elektro... Lytic Separator. Hydrogen können wir dampfen. Und dann mittels Gas. Na? Gas Converts schicken wir das hier nur noch rüber. Nein, 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 nein. Moment. Das wird verbunden. Hier wird disabled. Und es läuft. Es läuft. Ich müsste mal ganz kurz mal die Folge unterbrechen. Ja, kennt man ja. Immer dann, wenn der Deutsch am Aufnehmen ist. Wer kommt vorbei? Ach, da kann doch mal die Post vorbeikommen. So. Wie ich das hier sehe, müssten wir die Maschinen hier alle mal so ein bisschen hochpushen. So, da brauchen wir Energy Upgrades. Wie viele können wir machen? Kaum. Machen wir einmal kurz die Segmel, die können wir ja wieder aufbauen. So, rast das einmal bitte durch. Ja, Segmel werde ich jetzt auch noch brauchen. Weil jetzt werde ich einmal wirklich so komplett die Erze nochmal so schön automatisieren, dass die Farmfläche wieder drauf kriegen. Und dann machen wir auch hier mal weiter. Beziehungsweise Machinery. Oder Rucksack for Tinkering. Machinery. Ich schätze mal, haben wir jetzt auch schon einiges abgerast. Hier Reaktor haben wir fertig. ME haben wir fertig. Ne? Ja, gut. Die wollen 4 ME Drives. Ja, okay, ich hab die 16K.
Das ist schnell gemacht. Das können wir mal machen. Oh ja, AC2 können wir auch noch reingehen. Beziehungsweise werden wir noch machen. Ja, die wollen noch die Maschinen, die Generator. Cables haben wir. Oh, die Solar Panels können wir auch noch mal rangehen. Ja. Stimmt, die Factories, die machen wir gleich noch. So. Ich will es einmal kurz Sand. Weißt du was? Ups. So viel wollte ich gerade gar nicht. So, 3 Stacks mehr wollte ich nicht. Sehr schön. Das haben wir. Außerdem kannst du nochmal klein machen. Da werden wir mal gut was von gebrauchen. Oh Mann, das wird jetzt lustig. Energy Upgrade. So, ist schon mit Glas fertig. Joa. Damit können wir schon mal so ein paar Upgrades machen. 8 und 4. Verpassen wir erstmal dem hier und dem hier. Dann braucht nur noch der Chemical Crystallizer und da hinten die Maschine auch noch. So, 24. Osmium Dust. 8, 4. So, der hat schon 4 und der auch nochmal 8. So, wie viel brauchen wir jetzt noch hier? Die müssten vollgepowert sein, genau. Jo. Dann brauchen wir 1, 2, 3, 4. Aber der braucht auf jeden Fall auch Speed-Upgrades. Genauso wie der hier, der kommt da gar nicht hinterher. Ich will mal ganz kurz nach oben. Ja, lass mich, danke. Super, super. So will ich das sehen. Also wir hätten jetzt auch Sulfur. Quantum. Ich sag das mal ganz kurz, wir hätten jetzt noch anders Sulfur herstellen können. Wo haben wir? Das dürfte das Mechanismus sein, genau. Wir könnten in der Chemical Injection Chamber Gunpowder mit Hydrogen Chloride verwenden. Und Gunpowder kriegen wir auch wieder über Magic Reports. Oder wir reichen dann Salpeter an. Oder crushen Flint. Und Flint, naja, sollte nicht so schwierig sein, aber ich wollte mal was mit EMC machen. Hatte ich mal Bock drauf. So. Wie sieht das hier aus? Sehr schön. Mehr Glas. Jetzt haben wir auf jeden Fall mal was, wo unser Reaktor was frisst. Die haben 8. 8. 8. Und 8. So. Jetzt noch Item Speed Upgrades. Speed Upgrade, so. Da brauchen wir wieder Glas. Also da würde ich auf jeden Fall sagen, noch mal die Sulfursäure als erstes was. 2,8 konnten wir machen, sehr schön. Also hier mit Sulfur meine ich einmal das hier. Ich meine, genug Sulfur werden wir produzieren. Und wenn nicht, das kann man oben immer noch ein bisschen hochpushen. Sehr schön, so gefällt mir das schon eher.
So, hier ist das Problem. Das Water Vapor. Schauen wir mal, wie schnell das jetzt hier ansteigt. Ja, sehr schön, sehr schön. So will ich das sehen. Jawohl! Das kann sich jetzt hier in Ruhe mal auffüllen. Und wenn ich jetzt hier nochmal nach oben gehe, haben wir dann noch immer genug Sulfurdust. Ja, das verschwindet kaum. Das verschwindet ja nicht, also. Das ist perfekt ausbalanciert. So, wenn sich das jetzt hier eh irgendwann mal ausbalanciert hat. Das haben wir. So, jetzt mal hier den letzten Rest. Na, Glas rausholen. So, 8, 8, 8. Sehr schön. Dann machen wir hier das nochmal. Hier machen wir das nochmal. Und hier ganz besonders. Der braucht noch. Das reicht nicht für den, okay. Ich bin überlegen, wie wir das fixen können. Es gab doch die Infinite Water Source, genau. Ich meine, den. Boah, Entschuldigung. Den Eimer können wir ja jederzeit herstellen. Die Ressourcen haben wir ja jetzt. Ich meine. Machen wir mal ganz kurz. Ach, den kriegen wir sogar wieder. Können wir das ganz einfach so machen. Wieso denke ich das Teil jetzt erst? Oh. Hier fehlt der Sulfursäure. Okay. Wir sind eh gerade dabei, alles so ein bisschen auszubalancieren. 3. Hier mal weg, damit das schön ist. Ja, ich weiß nicht, und schön. Ich muss was sagen, mein Boss in letzter Zeit, der hat sich schon verbessert. Was ich jetzt mal machen möchte, wo haben wir? Wir haben halt wenig Gold. Hier ist Gold. Ich möchte jetzt mal hier langsam anfangen, die Deep Storage Units leer zu machen. Mal schauen, wie viel Gold wir morgen früh dann haben. Keine Sorge, die Folge ist noch nicht vorbei. Ich habe schon nachgeschaut, wie viel wir haben. Wir müssen jetzt ungefähr bei 14, 15 Minuten rum sein. So, das lassen wir noch durchlaufen. Können wir da mit Gas-Upgrades arbeiten? Ja, können wir sogar. Ich finde es dumm, dass Sulfursäure, Säure, eine Flüssigkeit, ein Gas ist. Okay, der aber auch noch. Genau. Ich muss so langsam mal schauen, dass ich mir da. Das Essen hat EMC. Ja gut, dann hat sich das erledigt. Item Speed.
So. Zack. Machen wir nochmal. Der braucht die ja noch, genau. Und jetzt müsste auch ein bisschen mehr Sulfursäure entstehen. Das wird ja sofort rüber geportet. Jawohl, jawohl. Da steigt es auch schon. Ich finde das richtig cool. Ja, Osmium Story wird jetzt noch zu Ende gemacht. Ich hoffe, dass wir jetzt mal machen können. Factory. Was für Factories gibt es denn? Smelting, Enriching, Crushing, Compressing. Compress? Also da ist mal Compressor, braucht man nicht. Combining braucht man nicht. Purifying, Injection. Das ist der Chemical Injection. Okay, also die können wir alle machen. Dann machen wir da mal so ein paar Factory Installer. So, 5 Stück bräuchten wir. Ja. Factory Installer. So, nochmal von vorn. 1, 2. 2, 3, 4, 5. Ich würde jetzt einmal so. Rechtsklick, 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 rechtsklick. Und schon sieht das was besser aus. So. Machen wir einfach mal komplett durch. Was fehlt da jetzt oben unten? Naja, die Advanced Circuit. Oder Advanced Control Circuit. Oh, wir haben. Es fehlt jetzt ein Witch Deloy. Tatsache. Okay, da brauchen wir. Machen wir mal gerade so. Das ist das Coole. Wir können jetzt einfach nebenbei noch was machen. Wieso geht das jetzt hier nicht weiter? Wo stoppt das? Ach, der hat noch nicht. So, das sollte sich dann jetzt auch bald wieder auffüllen. Jawohl, jawohl, da kommt es schon. Boah, das ist super. Ja, Moment, bevor wir jetzt hier weitermachen. Machen wir mal so. Ah ja, damit der Lötig ist ja noch hier. Ich hasse das. Metal Lötig Infuser. Zack, zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zack, und ein ganzes Deck. Da können wir eigentlich auch noch eine Factory draus machen. Ich glaube, das werden wir auch machen, einfach für die Automatisierung. 16 Stück, das sollte schon mal wieder was reichen. Factory Installer. Da waren wir jetzt hier dran. 1, 2, 3, 4. Ja gut. Dup, dup. Dop, dop. Jetzt haben wir ja schon 5 Slots. Oh.
Was ist jetzt hier los? Weißt du was? Machen wir dann mal hier die Infinite Water Sources, haben wir jetzt. Infinite. Die hat mir jetzt so ein bisschen angetan. Einmal. Zweimal. Was sind die Stecken? Jo. Dreimal. Hey, Bucket, komm zurück. Hier nochmal jetzt, was ich ihm zeigen wollte, der sieht sie herzustellen. So, da kommt Wasser rein. Da kommt Wasser jetzt auch rein. Der braucht nicht. Der braucht auch nicht, nur der braucht, ne, genau. Und noch der hat Probleme, aber das hat sich jetzt auch geregelt, weil zack. Ey, das ist so krass, das Teil. Was hat denn eigentlich ein Quiverpad? Ah, der kommt jetzt nicht hinterher. Erinnert. Ja, gut, das wird sich aber, schätze ich, noch ein bisschen ausbalancieren. Ja gut, dann wird jetzt hier jetzt mal alles automatisch verarbeiten. Da haben wir die restlichen 48. Ja gut, die Factories mache ich noch gerade fertig. Das ist ja jetzt nicht mehr allzu viel. Zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Sehr schön. Sehr, sehr schön. 1, 2, 3, 4. Oh, 5. Und dicker ist gerade nicht. Was wir jetzt hier machen könnten, Autosort. Hier einmal oben. Oder? Vielleicht mache ich noch einen zweiten Chemical Oxidizer. Ich glaube, danach würde es aussehen. Ja, gut. Aber ich würde erstmal vorher sagen, gesagt haben, ihr seid ja kein Wasser mehr gehabt. Der hat aber noch, ja. Der. Wie, wir sind low on energy. Was das denn? Machen wir das ganz mal so. Vielleicht kommt da jetzt ein bisschen mehr Energie rüber. Na, wie sieht's im Kabel aus? Wir haben gerade Energieprobleme, ernsthaft? Alter. Okay. Wo hakt das hier? Alter, das ist krass. Gut. Alles klar. Gut zu wissen.
Dann hole ich jetzt mal die Energiezelle von drüben rüber. Werde mir was einfallen lassen. Vielleicht stelle ich den Direktor einfach jetzt hier neben rüber. Okay, das ist krass. Damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Gut. Auf jeden Fall, ich würde dann vorerst mal sagen, das war's mal mit dieser Folge. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.